Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drakensang am Fluss der Zeit. Wir haben gerade die Geschichte hinter diesem Spektakel erfahren, naja, so halbwegs wenigstens. Und wir werden uns jetzt zum Nurti-Schrein begeben, da dort Elfen in Bedrängnis geraten sind. Oh, lauf dir bitte nicht durch das Feuer, Leute. Und los! Ja? Was? Nein, hier, Feiris. Los! Und Filiason. Ja? Sicher doch. Metoran. Ja. So. Was? Gut, sie brennen nicht. So, einmal hier den Krug. Kommen wir hier überhaupt lang? Oder bin ich jetzt schon wieder falsch? Ich glaube, ich bin falsch, oder? Ja, naja, immerhin ist hier noch eine Truhe. Nom 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 nom. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Zurück. Wenn die jetzt durchs Feuer laufen, ist mir egal. Ich habe nämlich keinen Bock drauf, nochmal zu gucken. Aber sicher. Ach, hier geht's rein. Ach, hier ist der Schlüssel. Logic. What? Wie viele sind denn da? Ja. Nochmal schön neu Armatrutz machen. Was? Ja. So. Wer steht da? Biondrala. Ach, das war die Süße da, ne? Die so niedlich redet. Können wir sie beklauen? Was? Quasi. Schon erledigt. Nur da. Mein Flehen wurde erhört. Bitte helft mir. Ihr sollt Hilfe erfahren. Zuvor aber muss ich eine Botschaft von Hochkönig Fenvarien überbringen. Saidaba. Saidaba, Feya Salazar. Es ist, als ob ich aus einem dunklen Schlaf erwacht wäre. Ihr seid geschickt von Fenvarien, uns zu erlösen in der Zeit der Not. Ich werde euch beistehen. Biondrala, wir müssen Amintir Takat aufhalten. Er hat sich und die Prinzessin Amariel im Thronsaal eingeschlossen und vollführt irgendein sonderbares Ritual. Wir müssen meine Schüler finden. Ohne sie ist meine Macht nicht vollständig. Ich hatte mich mit ihnen zusammen hier in den Nurti-Schrein zurückgezogen, als die namenlose Horde den Palast überrannte. Leider wurden wir von Skarabäen überrascht. Skarabäen? Das verstehe ich nicht. Wir hatten den Schrein doch geheilt. Wenn da mal nicht dieser Takat dahinter steckt. Wo sie herkommen, ist doch unwichtig. Mit denen werden wir schon fertig. Bitte. Findet meine drei Schüler und bittet sie, mich hier zu treffen. Sie haben sich irgendwo im Garten vor den Skarabäen versteckt. Eile ist geboten. Wer weiß, wie lange sich meine Schüler vor den gefräßigen Monstern verborgen halten können. Okay, aber beklauen können wir sie doch jetzt noch. Na, das hat sich nicht ganz so gelohnt. Aber naja, was soll's. Ja. Da sind die Skarabäen. Was? Ich würde sagen, ich hau da jetzt erstmal schön Feuerball rein, oder? Wenn die da schon so gemeinsam stehen. Boom! Ja. Die sind mich ja auch ganz schön fies und so. Hoho! So, und Filiason kann jetzt mal schön einen Befreiungsschlag machen. Höhe, Fenvarien! Oh oh. Mal Hochschlag auf. Hey, schnell erledigt. Den? Offensiver Kampfstil? Der hat schon zwei Wunden. Heil ihn mal. Okay, das Skelett regelt hier alles für uns. Sehr gut, sehr gut. Oh, wie viele Probleme wir am Anfang mit dem blöden Skarabäen hatten. Erinnert ihr euch noch? Das ist jetzt schon sehr gut gelaufen. Ja. So. Und so und so und so. Aber sicher. Und so. Alles mitnehmen.
nichts liegen lassen. Okay, wir müssen gleich wieder einen Feuerball auf die nächste Horde Skarabäen schicken. Ja, ja, alles mitnehmen. Eola. Ich mach das schon. So. Eola. Ganze Skarabäusköpfe, die haben wir noch gar nicht verkauft, ne? Die brauchen wir eigentlich alle gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir die für irgendein Rezept brauchen, ehrlich gesagt. So. Da war doch noch einer. Ich mach genau. Das schon. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir alle. So, dann nochmal neu Armatrutz. Ei. Wie viele Rüstungen haben die jetzt eigentlich so? 12, 8, ja, das ist schon echt nicht schlecht. Ja. Kann man nicht meckern. Ja. Dann mach ich mal noch einen neuen Skeletarius. Ja. Ja. Tschüss, Hugo. Hallo, Roche. So. Ja. Ich gehe mal vor und versuch mal. Wo sind denn die nächsten? Da vorne. Kind Tishianos. Oh nein, haben sie das umgebracht? Das ist aber nicht gut. Da sind noch mehr. Oh nein, sie sind tot. Ja. Das ist nicht gut. Ja, beeil mich. Nur mal los. Oh, oh, das sind aber viele. Ja. Ist der größer als die anderen? Ja, der ist größer. Oha. Ich will den Großen töten. Bringt sie um! Oh nein, ich wurde umgeworfen. Von dem riesen Kack-Skarabäus. Vielleicht haben sie sich auch nur totgestellt. Los, bringen sie um! Hoho! Hoho! Na, 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 los! Eigentlich läuft's ganz gut bisher so. Muss man sagen. Wir leben haben die 125, das ist ganz schön viel. Boah, wie das Skelett ausrastet. Was? So. So. Dass man nicht irgendwie mit einem Befehl alle looten kann automatisch, das ist ein bisschen blöd. So. Wird gemacht. Ich mach das schon. Wird gemacht. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt in Reihe in Auftrag geben kann. Den Käfer häuten. Köpfe, ich stelle mir immer so vor, wie Feiris so mit ihren zarten Elfenhänden so Käferköpfe abschneiden. So. Und dann irgendwie, keine Ahnung. Das passt gar nicht irgendwie. Ist halt emanzipiert der Beruf, ne? Ist keine Sammlerin, obwohl Sammlerin ist sie eigentlich auch. Sie ist halt Jägerin und Sammlerin. Aber sicher. Aber jetzt haben wir bald alle, oder? Ja, gut. Oh, Eugenwurz wächst da. Und... Oh nein, sie hat es nicht geschafft. Juruga. Ja. Vielleicht leben die ja noch und liegen da nur. Das ist traurig.
Nur Dao, Sumora. Das werde ich euch nie vergessen. Okay, sie hat wirklich noch gelebt. Lustig. Und ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Nein, nein, du hast dich gut totgestellt. Ist okay. Ist ja wie bei Walt Disney hier, keiner stirbt. Ja, auf. Wir sollen mal schön hierher kommen. Was? Unterwegs. Damit wir nicht gleich gegen alle kämpfen müssen. Ja. Hör mal los. Und damit ich gleich nochmal einen Feuerball drauf machen kann. Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine brennende Rennautos. So. So. Ja. Eorla. Da steckt sie sogar ihre Waffe für weg, Mensch. 18:25. Das denke ich hier schon laut. Gerade die Uhrzeit gesagt. Ja, ich nehme auch mal zu menschlichen Zeiten auf. So ist das nämlich. Ja. Hab nämlich immer gute Vorsätze und versuche einen normalen Normalo-Rhythmus zu leben. Also, ne? Oh, guck mal, da ist wieder so ein fetter Käfer. Den zünden wir jetzt an. Boom! Ah, ich finde das so schön, wenn da der Feuerball so reingeht. Ja! Kommt doch her, ihr blöden Käfer. Ja. Oh Mann, der sieht aber auch ganz schön tot aus. Was? Ja. Die sich einfach auf den Boden legen, um sich zu verstecken. Ja. Komm! Ja. So. Das Skelett regelt das jetzt wieder hier. So. Jetzt kommt Fyris wieder, lootet alles. Wird gemacht. Sehr gut, sehr gut. Gut. So, jetzt müssen wir gleich alles haben. Die ganzen Kräuter, die, dass man sich die entgehen lässt, ist ja eigentlich auch eine Schande. Die sind alle so schön beieinander. Das Wirselkraut sollte ich auf jeden Fall noch ernten, falls ich nochmal irgendwelche Wunden heilen muss. So. Noti sei gepriesen. Gut. Tishiana wird sich eurer Tapferkeit ewig erinnern. Ja, du wohl eher, oder? Du bist Tishiana. So. Da ist noch eine Vase, die wir zertrümmern können. Kulturelles Erbgut zertrümmern ist doch immer gut. So. Die Frage ist, warum stehen hier überall Vasen, wenn da nichts drin ist? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Wo ist jetzt das Wirselkraut? Ach, das war da hinten, ne? Ach, das ist hier, oder wie? Hallo, Wirselkraut? Ach, da hinten war das. Okay, da laufe ich dann auch kurz da hinten hin. Ei. Mit Fyris zumindest. Ah, da ist es. Aber sicher. Also eins zumindest. Ist da noch ein Wirselkraut? Ah ja, da unten müsste noch eins sein. Und hier auch noch. Hallo, Wirselkraut? Ach, da. Wird gemacht. Danke sehr. Aber sicher. Und noch eins, bitte. Danke. So, jetzt sind wir eigentlich erstmal ganz gut eingedeckt mit Wirselkraut, denke ich. Das sollte auf jeden Fall für unsere jetzige Expedition reichen. So. Und da wir uns das Weihwasser ja noch machen wollen. Ja. Vielleicht gibt die uns ja Diamant-Dings-Bums-Dings-Dings. Können wir die alle noch beklauen?
Jupp. Aber so. Vielleicht hat ja einer von denen auch noch was Interessanteres. Wohl eher nicht. Nun gut, dann, Alle meine Schüler sind sicher zurückgekehrt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Nun ist es an der Zeit, unser Versprechen einzulösen. Wir sind Geschöpfe Fenvariens. Geschaffen durch den Sternenstein, kehren wir nun zurück zur reinen Kraft des Ursprungs. Empfangt unsere Kraft Nurtis. Allein sie hat die Macht, Takats Bann zu lösen. Na bitte. Es sieht so aus, als dürfte dieser Takat bald Gesellschaft bekommen. Jetzt gucke ich mir das mal an, was das hier ist. Kraft von Biondrala. Aha. Was ist das eigentlich? Ehrensiegel Tishianas. Aha. Anziehen können wir das nicht, oder wie? Nee, können wir nicht. Schade, schade. So. Na gut, dann haben wir das auch erledigt. Wir könnten das Tor jetzt öffnen. Ich möchte aber gerne wirklich noch das Weihwasser herstellen. Darum werden wir jetzt noch einmal durch den Sphärenriss zurückgehen, bevor wir uns endlich diesen blöden Takat zur Brust nehmen. Und ja, werden uns hier das Weihwasser brauen. Und dann gibt es in der nächsten Folge den epischen Showdown, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall jetzt noch das Weihwasser brauen. Das mache ich jetzt auch noch. Da kann mich niemand von abhalten. Oh, ich habe so kalte Hände. Man merkt, dass es wieder Herbst wird, würde ich mal sagen. Ich erinnere mich auch dran, wie ich letztes Jahr, oder war es im Januar? Ich weiß nicht, also jedenfalls als noch Schnee lag, da habe ich Hammerberg gespielt und habe gesagt, ach Mensch, das passt ja jetzt zur Jahreszeit. So lange spiele ich das schon. Ja. Vielleicht hat die Tussi ja Diamantstaub für uns. Das wäre natürlich ideal. Was willst du von mir? Hast du Diamantstaub? Nein. Ach, Manu. Blöd. Jetzt müssen wir wieder so weit laufen. Ich warte hier so lange und Ja, bewacht den Sphärenriss, ist okay. Nun mal los. Rennt! So. Ich muss jetzt halt über die Brücke, damit ich da vorne quasi den Schnellreisepunkt benutzen kann. Denn da hinten ist leider keiner. Das ist echt ein bisschen schade. Das hätten sie irgendwie mal noch einrichten können sollen, wollen, was auch immer. Hat der gute Herr Diamantstaub für uns? Sonst ist Trauer! Girdasch ist tot, welch unermesslicher Verlust. Aus gegebenem Anlass entfällt die Girdasch-Steuer. Vor allem ihr solltet davon profitieren. Kauft im Gedenken an einen großen Zwerg. Ja, ich möchte ohne Girdasch-Steuer einkaufen. Postposten, Sonderposten, alles muss raus zum Andenken an unseren werten Girdasch. Nein, das wollte ich gar nicht. Blöd. Haben sie nicht. Aber wir haben hier noch Diamantstaub drauf. So, und zwar... Aber sicher. In der Schmiedekiste. Ich weiß gar nicht, ob das die war. Ja. Da ist Diamantstaub. Die anderen Sachen können wir ja mal schon mal ablegen, wenn wir eh gerade dabei sind. Blattgold. Sehnen. Und so weiter und so fort. Ja. Ja, das war ja von ihm. Ach so, hier, ja. Sie hat noch... Nein, sie hat nichts. So. Und zwar... Wollte ich was? Ja. Ich wollte irgendwas. Und zwar...
Wollte ich gucken, ob das Quellwasser da ist. Genau, das krieg schon mal ich. Ja. Genau wie das. So viel Diamantstab brauchen wir zwar gar nicht, aber... Ja. Naja. Ja. Ach, ich wollte noch gucken, ob ich das Elfenschild für Kuano finde. Nicht träumen, Hummel, arbeiten. Oder hat das Vorgrim? Ich weiß es nicht. Nee, das war das Amazonenschild. Können wir auch noch so ein Elfenschild finden oder sowas? Das wäre natürlich cool. Das Amazonenschild passt natürlich jetzt auch nicht wirklich dazu, ne? Naja, gut, dann muss er sich halt erstmal mit dem begnügen, was er hat. So. Schnellreisepunkt. Restposten, Sonderposten. Was? Alles muss raus. Na mal los. Andenken an Na mal los. Ja, ja, der werte Giertasch am Arsch. Da hinten müssen wir hin. Zurück zu Filiasson. Hallo, ja. Kannst du mal bitte da hinten hinlaufen jetzt? Soll ich schleichen? Nein, du sollst nicht schleichen, du sollst laufen. Guck mal, hier sieht man die Rippen vom Skelett an der Seite. Aber dafür kann er noch ganz gut joggen, muss ich sagen. Ne? Muss man ja auch mal anmerken. Kuano mit seiner Fashion-Elfenrüstung. Damit reißt er bestimmt Frauen auf und sagt, ich war im vergessenen Reich von Tishiana. Da seid ihr ja wieder. Ja, was gibt's denn da großartig zu diskutieren? Falris kommt mit. Wie kann ich dir helfen? Und Kuano kommt halt ja, mit. Ja, bitte. So. Ich muss auch noch hier Dings heilen. Mhm. Hallo, kannst du ihn bitte heilen? Wieso kann ich ihn denn jetzt nicht heilen? Ah, egal. Ab in den Sphärenriss. Und die Tishiana lädt wieder. Ja, und jetzt müssen wir noch zum Alchemielabor laufen, nach links. Und dann können wir, um das Weihwasser zu brauen. Und dann können wir endlich zur Tat schreiten. So, hier rein. Bibliothek ist das doch, oder? Die Hallen des Wissens. So war das. So. Da hinten. Nimm die Abkürzung durchs Wasser. Blüpp, blüpp, blüpp. Übrigens in der Erweiterung, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ist es so, wenn man durch Feuer läuft, brennt man. Das ist vorher nicht so gewesen. Und wenn man durch Wasser läuft, wird man wiederum gelöscht. Das ist ganz cool eigentlich. Ist aber wiederum auch nur in der Erweiterung so geblieben. Die haben das nicht abgedatet für die anderen Feuer und so, die es gibt. So. 8 Stück. So, wir haben 8-mal Weihwasser. Kannst jetzt bitte mal ihn heilen? So, jetzt geht's. Sturmwächter-Outfit. Ach, das sieht halt einfach geil aus, ne? Mit diesem Korsett noch und so. Sieht einfach richtig, richtig, richtig cool aus. Könnte man ein gutes Cosplay von machen, irgendwie. Ist jetzt auch nicht zu schlampig. Würde ich mir auch noch antun. Ist ganz nett, wie ich finde. So. Jetzt sind wir bereit, denke ich mal. Ich guck mal kurz hier. Weihwasser. Was? Was? Wir haben jetzt so viel Weihwasser. Ja, ich hoffe, wir konnten das gut verkaufen. Ich dachte, da kommt jetzt ein Weihwasser raus und nicht 10. Alter. Das ist ja übelst viel. Das war doch vorher nie so. Aber gut, die Folge ist jetzt erstmal zu Ende und den Tempel betreten wir dann den Palast betreten wir dann in der nächsten Folge. Wie es da weitergeht, seht ihr dann. Bis dahin, macht's gut, tschüss.